Wenn ihr Obstbäume in eure Gärten pflanzt, vor allen Dingen wurzelnackte Obstbäume, dann ist eins besonders wichtig, und zwar ein Pflanzschnitt. Bei der Rodung der Obstbäume in der Baumschule ist jede Menge Wurzelmasse im Boden geblieben. Genau. Und die Wurzeln, die daran verbleiben, die werden es nicht schaffen, alles, was oben ist, zu versorgen. Das ist richtig. Deshalb muss der obere Teil auch entsprechend geschnitten werden. Und das zeigen wir euch heute mal anhand einiger Beispiele hier, sowohl Steinobst als auch Kernobst. Jens betreibt mit seinen Eltern seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten eine Baumschule. Er ist spezialisiert auf Spalierobst. Da haben wir auch ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke das unten. Der Pflanzschnitt ist extrem wichtig. Der gibt die Richtung vor, wie der Baum sich später entwickelt. Und er hilft dem Baum einfach beim Anwachsen. Also das ist essentiell. Das heißt also auch, gerade wenn man im Internet sich sowas bestellt, es ist nicht zwingend gegeben, dass der Pflanzschnitt schon getätigt wurde. In den seltensten Fällen, würde ich behaupten, wurde ein Pflanzschnitt gemacht. Gut, brauchen wir gar nicht lange zu reden. Wir gehen jetzt von Baum zu Baum und fangen bei den Apfelbäumen an. Genau, gerne. Das ist einer, den ich im Internet bestellt habe. Welche Sorte ist das? Schau mal bitte. Das ist die Goldpalmähne. Und wie beurteilst du den? Also da ist ja jetzt noch kein Pflanzschnitt gemacht. Genau, man sieht, dass der hier oben gekappt wurde, damit der in den Karton passt und verschickt werden kann. Ne? Ja, an sich ist der Baum, sieht ganz gut aus auf den ersten Blick. Muss aber natürlich noch geschnitten werden, genau. Okay. Aber dann gilt es ja erstmal, den Haupttrieb zu finden. Aber das ist schon da nicht so einfach, weil... Genau, weil die alle ziemlich auf einer Höhe sind und relativ gleich stark und alle steil nach oben gehen. Ne, ich würde natürlich den an der höchsten Stelle nehmen. Da sieht man auch, der Baum ist hier letztes Jahr angeschnitten worden und hat sich an der Stelle verzweigt. Hier, das ist der Leittrieb. Ja. Und das ist der Trieb, der direkt darunter entspringt. Ja. Genau. Und der sogenannte Konkurrenztrieb, den würde man komplett entfernen. Dann mach mal. Ja. Wie geht's weiter? Ja, jetzt gucke ich mir den Baum weiter an und stelle fest, dass die nächsten beiden Äste auch sehr steil nach oben gehen. Das gefällt mir auch nicht so gut, vor allem, weil wir hier unten viel schönere Äste haben, um eine Krone aufzubauen. Aber die sind natürlich viel dünner. Jetzt würde ich sagen, ach, die dünnen, die sind ja minderwertig, aber das ist natürlich Quatsch, ne? Nee, genau. Vor allem, weil wir auch einen wurzelnackten Baum hier haben, ist das generell nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen was wegnehmen. Dann hat der Baum es einfach leichter anzuwachsen, weil eben auch die Wurzeln abgeschnitten wurden. Und man könnte jetzt diese Äste hier runterbiegen, aber die sind meiner Meinung nach viel zu steil und viel zu dick schon. Ich würde diese beiden Äste auch noch entfernen. Bitte sehr. Hier immer auf Astring schneiden ist wichtig. Dann keine Zapfen stehen lassen. So. So, guck mal. So. Jetzt haben wir noch den Ast, der hier so ein bisschen rüber wächst. Den würde ich an deiner Stelle mit einer Schnur vielleicht hier noch so ein bisschen runterbinden. Den auch. Welchen Zweck hat das? Um den Baum ruhiger zu kriegen. Normal sagt man so 45 Grad sollten die Äste vom Stamm abstehen. Und daraus bildet sich dann die Krone später. Und alles, was halt. Die wachsen jetzt halt übereinander. Das ist nicht sonderlich vorteilhaft. Aber damit wir eine schöne runde Krone haben, wenn du den hier nachher noch ein bisschen runterbindest oder so abspreizt mit so einem Spreizstock, genau. Was ist mit den zwei großen? Der eine, der ist ja fast größer als der Leitast. Die würde ich auch noch einkürzen. Um wie viel Prozent? Ich würde sagen, ungefähr auf eine Höhe, damit wir die Saftwaage haben. Das ist schon eine gute Höhe hier. Das heißt, den hier noch auf eine Knospe, die nach außen zeigt, weil der so weiter wachsen soll. Und hier das Gleiche. Wir schneiden jetzt auf diese Knospe, die nach außen zeigt, weil der Baum immer an der letzten Knospe am stärksten wieder austreibt. Wenn wir jetzt diese nehmen würden, dann würde der Ast hier nach innen weiter wachsen. Und das der wollen Baum, wir nicht. Genau, der würde innen zusammenwachsen. Wir wollen ja eine luftige, lockere Krone haben. So, ne, nehmen wir diese Knospe und schneiden so leicht über der Knospe, nicht zu scharf dran, lassen aber auch nicht so einen Stummel, der dann zurücktrocknen würde, so leicht drüber. Du hast den gerade ein bisschen schräg geschnitten, weil als wir eben Wurzeln geschnitten haben bei der Pflanzung. Ja, leicht schräg macht man, damit die Feuchtigkeit ablaufen kann. Also bei so einem kleinen Schnitt ist das vielleicht nicht entscheidend, aber generell beim Schneiden. Also jetzt nicht flach abschneiden, auch nicht ganz spitz, sondern leicht schräg, damit eben die Feuchtigkeit ablaufen kann. Eben bei diesem kleinen Ast ist das nicht entscheidend, aber wenn man dickere Äste hat,
Da kann das durchaus schon mal eine Rolle spielen, damit da eben die Feuchtigkeit nicht steht und da keine Pilze eindringen können einfach. Nächster Baum. Der Baum sieht eigentlich schon sehr gut aus. Hier würde ich jetzt lediglich den Konkurrenztrieb entfernen. Komplett weg oder einkürzen? Komplett weg. Hier auf Astring schneiden ist wichtig. Dann verheilt die Wunde nachher besser. Genau. Und den Rest würde ich ein bisschen einkürzen, weil das hier auf einer Höhe ist. Ne, wieder auf eine Knospe nach außen. So. Und dann würde ich den erstmal so lassen. Ist das jetzt ein Pflanzschnitt, den du machst, weil das wurzelnackte Bäume waren, oder ist das schon ein Erziehungsschnitt? Das ist so eine Kombination aus beidem, würde ich sagen. Weil du weißt, wie die Krone aussehen soll. Genau. Ja, gib jetzt schon so ein bisschen die Richtung vor. Ja, mein nächster Apfelbaum, da bist du gar nicht zufrieden mit, ne? Nee, der gefällt mir gar nicht. Vom Kronenaufbau finde ich nicht schön. Dann sag mal, was da nicht so toll ist. Ja, der hat im Endeffekt nur 3 starke Äste. Eins davon ist der Leittrieb, eins davon ist der Konkurrenztrieb. Den müssten wir entfernen. Ja, also ich schneide den hier immer auf Astring. Das ist quasi dieser Knubbel hier zwischen dem Ast und dem Stamm. Also ich schneide den jetzt nicht blank am Stamm weg und lasse auch nicht so einen Haken hier in dem Fall. Ich möchte nämlich nicht, dass der Baum hier nochmal austreibt, sondern schneide den auf Astring weg, dann verheilt der am besten. Ne? Dann sieht man das hier. Hier ist das Kambium, da fängt das an, dass die Wunde zuwächst. Jetzt gucken wir uns den Baum an, was von dem Baum übrig geblieben ist, nachdem wir den Konkurrenztrieb entfernt haben. Einmal der Leittrieb und einmal hier ein sehr starker Ast und viele kleine Äste. Den sehr starken Ast müssten wir doch wieder jetzt auf so eine Saftwaage zurückschneiden, oder? Ich würde ihn am liebsten ganz entfernen, ehrlich gesagt. Okay, mach. Gefällt mir nämlich gar nicht gut, weil, ja. Man kann den hier auf einen Stummel schneiden, dann entsteht hier vielleicht nochmal ein neuer Trieb. Das kann man in dem Fall machen. Und dann kann man versuchen, aus den restlichen Ästen hier eine Spindel zu erziehen. Ja, aber ist auch nicht sonderlich gleichmäßig gewachsen. Auf der Seite hier ist gar kein Ast zum Beispiel. Hier sind jetzt diese 3 Äste. Ja, gefällt mir einfach nicht so gut, der Baum. Hier eine Quitte. Da hattest du mir schon, als ich die bei euch abgeholt hatte, den Pflanzschnitt gemacht. Kannst ja mal zeigen, was du gemacht hast. Genau, ich habe die hier auf Saftwaage geschnitten, die Äste. Und geguckt, dass die ja, so eine runde Krone bilden. Ist mir beim Nachgang noch aufgefallen, dass hier ein Ast dabei ist, der sehr steil nach oben weggeht. Den würde ich auch gerne noch entfernen, weil der später sonst Probleme bereiten kann. Hier gilt das Gleiche wieder. Vorsicht, auf Astring schneiden. Wunderbar, so. Und aus den ganzen Sachen, die du jetzt abschneidest, könnte ich mir Stecklinge machen oder Edelreiser. Edelreiser. Teilweise, Stecklinge nicht. Ja. Hier haben wir eine Kirsche, die ist auch aus deiner Baumschule. Genau. Und du hast mir gesagt, Kirschen sollen im Winter nicht geschnitten werden. Nein, die Kirschen schneidet man im Sommer nach der Ernte. Und ein Pflanzschnitt? War Wurzelnacken? Pflanzschnitt kann man im Winter machen, das ist die einzige Ausnahme. In dem Fall war es aber ein Baum im Container. Da brauche ich das ja nicht, weil ich ja keine Wurzeln abgehackt habe. Der Baum kann ja quasi direkt weiter wachsen, hat keinen Wurzelverlust gehabt. Und wenn wir uns so den Aufbau mal anschauen, wir haben wieder den Leittrieb nach oben. Die anderen sind alle ungefähr, ja fast, der eine ist ein bisschen höher, aber das ist glaube ich egal. Und da unten sind recht viele kleine Äste. Ja, hier entspringen halt auch mehrere einer Stelle, das gefällt mir auch nicht so gut. Da würde ich vielleicht diesen hier noch entfernen. Soll ich das gerade machen? Genau. Und hier erkennt man aber auch schon, wenn du jetzt mal rankommen willst, die Blütenknospen hier unten zum Beispiel, weil das eine Kirsche auf einer schwach wachsenden Unterlage ist, eine Gisela-Unterlage. Der Kirschbaum bleibt also klein. Was? Und Gisela? Gisela. Die Unterlage heißt Gisela? Gisela 5, ja. Okay. Die heißen halt so. Das hat auch irgendeine Bedeutung. Ich müsste aber jetzt googeln. Okay. Ja. Gisela. Genau. Also auf einer schwach wachsenden Unterlage ist der Baum veredelt und das heißt, die Kirsche fängt jetzt schon an, hier Blütenknospen zu bilden, geht also sehr früh in den Ertrag und wächst nicht so stark. Das heißt, es wird kein riesiger Kirschbaum wie dieser da im Hintergrund, sondern bleibt ein kleinerer Baum. Pass auf, Jens, jetzt große Gefahr. Das ist ein Baum von Dominik. Eigentlich dürfen wir uns gar nicht trauen, da was zu schneiden, aber klar, er hat mir gesagt, den Pflanzschnitt muss man selber machen. Deshalb, genau. Ja, das ist eine Mispel. Ja. Sehr schön. Schöner Baum. Okay, ich erkenne 2 Leittriebe. Ja, einmal den Leittrieb und einmal den Konkurrenztrieb. Die sind fast identisch von der Stärke her. Deswegen muss man einen davon entfernen. Woran erkenne ich denn jetzt, welches der Leittrieb ist?
Normalerweise ist das der, der dem Stamm am höchsten Punkt entspringt, und der Konkurrenztrieb ist eigentlich immer kurz darunter. Okay, dann nimm den weg. Ja. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn der eine jetzt krumm oder verletzt ist, aus dem Konkurrenztrieb den neuen Leittrieb erziehen. Also. So, wunderbar. Und ansonsten wird es ihn so lassen. Ich erkenne wieder die Saftwaage. Genau, ja. Ich würde hier nochmal nachschneiden, teilweise vielleicht. Ein bisschen gucken, ob die Endknospen alle heil geblieben sind beim Transport. Genau, einfach hier nochmal ein bisschen die Saftwaage herstellen. Und da wieder achten, dass man auf eine außenliegende Knospe schneidet. Genau, und hier jetzt, wo wir die zwei Äste haben, würde ich den einen wegmachen. So. Und dann, das ist ein wunderschöner Baum. Was haben wir da? Da haben wir eine Mirabelle von Nancy. Okay. Ich würde ja sagen, lass mich den mal schneiden, aber ich traue mich noch nicht. Ich schaue dir lieber noch ein bisschen zu. Ja, hier sieht man auch, also auf dem Etikett die Unterlage Wavit steht. Das ist eine schwach wachsende Unterlage. Genau. Und hier sieht man natürlich, dass der Baum wahrscheinlich im Karton verschickt worden ist. Alles auf eine Länge geschnitten. Da muss man also noch mal ran. Ja, mir fällt auch auf, dass er etwas tief gepflanzt worden ist. Ja, das kann sein. Das genau. Und dann würde ich hier oben die zwei Triebe entfernen. So, und den Rest auf Saftwaage schneiden und natürlich entsprechend tiefer als den Leittrieb. Sag mal ungefähr Verhältnis Leittrieb zu der Saftwaage. 2/3 ungefähr. Okay. So, immer auf eine Knospe nach außen. So. Genau, und hier schneide ich auch nochmal nach. Ja, genau, wunderbar. Hier eine Zwetschge. Genau, hier sieht man auch diesen einen starken Trieb, ne, der hier steil nach oben geht. Den würde ich auch entfernen. Hier lasse ich aber beim Steinobst leichten Zapfen stehen, dass das ein bisschen zurücktrocknen kann. Sonst fangen die nämlich an zu harzen. Kern- und Steinobst muss man ein bisschen unterschiedlich behandeln. Das sollte man schon beachten. Wie gesagt, deswegen auch besser im Sommer schneiden. Wir machen es jetzt im Winter, weil es der Pflanzschnitt ist. Genau. Aber die schieben ja jetzt auch noch kein Wasser, ne? Nee, aber trotzdem können ja Pilze reinkommen und alles. Okay. Also, genau. Dann haben wir da einen Ast, der ist ein bisschen größer als der Leittrieb. Der da. Der hier. Ja, ja. Wir haben hier drei Äste, würde ich sagen, ungefähr, worauf ich gerne Krone aufbauen würde, so ein bisschen. Das heißt, ich würde die zwei starken jetzt gerne auf das Niveau von dem einen hier noch runterschneiden. Okay. Dann habe ich wieder die Saftwaage. So. Und die vielen kleinen, die da an dem, ich sag mal, Hauptstamm sind, einfach dran die lassen? Die würde ich erstmal lassen, genau. Und die zwei würde ich vielleicht auch zurück ein bisschen anschneiden hier. So. Und dann würde ich den Rest... Wenn man zu viel schneidet, hast du mir eben gesagt, das kann auch ein Problem geben, ne? Genau. Die Regel ist, je mehr ich schneide, desto stärker treibt der Baum auch im nächsten Jahr wieder durch. Also wenn ich im Winter schneide. Das will man nicht, weil... Weil man möchte ja, dass der Baum ruhig wird und Früchte trägt und nicht immer nur wächst. Also in den jungen, in den Erziehungsjahren möchte ich, dass der Baum wächst und sich aufbaut. Aber irgendwann möchte ich, dass der Baum auch ruhig wird und anfängt zu fruchten. Das heißt, Blütenknospen bildet und Früchte kriegt. Und vor allen Dingen jetzt Wurzeln, ne? Jetzt nach der Pflanzung. Genau. Ja, aber das geht ja so ein bisschen einher. Okay, jetzt, das war super interessant für mich. Ich habe da viel drüber gelesen, aber das mal zu sehen, das ist immer was anderes. Ich hoffe, ihr konntet das auch so mit den Kameraeinstellungen sehen. Habe mich bemüht, immer alles drauf zu kriegen. Ich denke, das Wichtigste kann man sehen. Und du hast mir eben auch nochmal gesagt, selbst wenn man einen Fehler macht, einige Sachen verzeiht so ein Baum auch. Genau. Oder man kann es später korrigieren. Man kann in den Folgejahren immer mal wieder korrigierend eingreifen. Und da hat auch jeder einen anderen Ansatz, was den Schnitt betrifft. Also ich glaube nicht, dass das jetzt alles so gesagt worden ist, dass das vollständig ist. Ne? Also aber das war jetzt so, wie du das bei euch in der Baumschule oder wenn du einen Baum pflanzt, wie du das schneiden würdest. Genau. Und jeder Baum sieht ja auch anders aus. Das ist halt immer eine individuelle Entscheidung. Man muss sich die Pflanze angucken und muss dann überlegen, das sind die Regeln, die habe ich mir verinnerlicht und so kann ich das machen. Gut, aber deshalb finde ich es auch wichtig, den Leuten mal so eine Grundrichtung zu geben. Genau. Klar, alles ist anders, aber wenn man das Grundprinzip kennt, glaube ich, kann man sich damit schon mal ganz gut weiterhelfen. Ja, Jens, vielen Dank. Und wie immer, hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter, besucht den Jens, ich verlinke euch das mal auf Instagram. Besucht mich auf Instagram und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.